Sie unterschreiben, dass sie künftig Klimavorbilder sein wollen. Die Chefs von Bundesbetrieben und großen Schweizer Firmen wie PostAuto, SAG oder Armee sollen massiv Strom sparen. Zudem wollen sie 100% erneuerbare Elektrizität beziehen und eigenen Ökostrom produzieren. Als SBB, wir planen durch diese Initiative, planen wir, ein Drittel unserer Energie zu sparen. Wir konkret können Energie sparen, indem wir alte Server, Computersysteme, der effizienter ersetzen. Das ist ein Hebel. Hochleistungsrechner, die brauchen sehr viel Strom. Dort müssen wir darauf schauen, dass wir diesen Strom, der wird ja schlussendlich einfach zu Wärme, dass wir diese Wärme wieder nutzen können und nicht die einfach fortrühren. Wir müssen eigentlich in geschlossenen Kreisläufen denken. Dies wird in Zukunft auch nötig sein. Denn nach dem Scheitern des Rahmenabkommens mit der EU warnte Simonetta Sommaruga den Bundesrat letzte Woche, Stromengpässe sind in Zukunft nicht mehr ausgeschlossen. Eine vom Bundesamt für Energie in Auftrag gegebene Studie zeigt, im schlimmsten Falle könnten auch in der Schweiz die Lichter ausgehen. Das Stromnetz der Schweiz ist eng mit jenem der EU verbunden. Diese will aber in Zukunft mehr Netzkapazitäten für EU-internen Stromhandel reservieren. Ab 2025 könnte dies ohne Stromabkommen bedeuten, dass die Schweiz zeitweise nur noch deutlich eingeschränkt Strom importieren und exportieren könnte. Würden in dieser Lage auch noch die Atomreaktoren Betznau 1 und 2 ausfallen und zusätzlich noch ein Engpass beim Atomstrom aus Frankreich bestehen, dann könnte es in der Schweiz zum Blackout kommen. Dies drohe ab Februar 2025. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Winterlücke eintritt? Also das Worst-Case-Szenario, in dieser Studie aufgenommen ist, ist, dass zwei Kernkraftwerke in der Schweiz ausfallen, dass in Frankreich ganz viel Atomkraft ausfällt und dass wir beim Import noch massiv behindert sind. Ich glaube, man muss sicher immer auch die Situationen im Worst-Case überprüfen, aber anstatt jetzt Panik zu verbreiten, tun wir gut daran, die Investitionen jetzt zu machen in die erneuerbaren Energien in der Schweiz. Und da haben wir ein enormes Potenzial. Bei der Photovoltaik, aber auch in der Wasserkraft. Für den Fall eines Blackouts fordern einige nun aber eine Absicherung. So zum Beispiel ein Netz aus Gaskraftwerken, so wie dieses Blockheizkraftwerk in Mellingen. Hier verbrennt Biogas und produziert sowohl Strom als auch Wärme. Der Verband Powerloop fordert ein Gasauffangnetz. Das neue Konzept ist ja eigentlich ein Versicherungsmodell. Man würde also solche Anlagen, wie wir sie hier gesehen haben, bauen und für den Notfall bereithalten und damit den Strommangel quasi versichern und Blackouts verhindern. Kleingaskraftwerke, so kompakt wie ein Container, könnten in Gewerbegebieten oder Lagern untergebracht werden. 2000 Mini-Gaskraftwerke hätten zusammen die Power von mehreren Atomkraftwerken. Diese würden über die ganze Schweiz verteilt. Durch eine zentrale Steuerung würden sie im Falle eines Stromausfalls automatisch eingeschaltet. Das kostet pro Jahr 112 Millionen Schweizer Franken. Oder in 30 Jahren, wenn man das dann überhaupt braucht, den gesamten Ausbau, würde das 3 Milliarden Schweizer Franken kosten. Die Kosten für einen Blackout in der Schweiz werden auf 3 bis 4 Milliarden pro Tag übrigens berechnet. Den Stromausfall mit Gaskraftwerken verhindern. Laut dem Experten für erneuerbare Energie müsste bei so vielen Kraftwerken wohl auf klimaschädliches Erdgas zurückgegriffen werden. Grundsätzlich ist es sinnvoll, wenn Gaskraft so dezentral und kombiniert mit Wärmenutzung. Aber was noch fehlt in diesem Projekt, ist das Konzept, dass man, wie man in den nächsten 10 bis 15 Jahren so viel erneuerbares Gas kann zur Verfügung stellen. Auch für SP-Bundesrätin Sommaruga sind Gaskraftwerke erst als Plan B vorgesehen. Wir setzen in erster Linie auf die erneuerbaren Energien. Auch gerade für die Winterstromlücke. Die Frage wird sein, ob erneuerbare Energien und Absichtserklärungen reichen, um einen Blackout zu verhindern.